Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. In den letzten Podcast-Episoden haben wir immer mal wieder über das Thema Content gesprochen. Nicht zuletzt auch aufgrund des Themas mit der künstlichen Intelligenz und welche neuen Perspektiven, Möglichkeiten wir hier, ich sag jetzt mal, am Start haben. Wir haben aber auch über die Aufgaben und Einsatzzwecke von Storytelling gesprochen. Wir haben über Texte gesprochen, die verkaufen. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, welchen Einfluss guter Content auch auf den Business Value, also auf die Unternehmenswert quasi nehmen kann. Um sich als Experte in einem Thema in der Online-Welt zu positionieren, um Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens in der Zielgruppe zu platzieren, muss Content gezielt aufgebaut werden. Doch wie genau lässt sich oder welchen Einfluss kann Content hier haben und wie kann man das messen? Eine spannende Frage, die ich mit meinem Gast, dem Robert Weller, heute näher auf die Spur gehen möchte. Es geht darum, welche Zielstellungen gibt es, Messsysteme, gibt es Frameworks, Best Practices und. Wir werden also eine ganze Menge an Themen zu dem Thema Business Value besprechen, aus verschiedenen Perspektiven. Und Robert ist ja nicht nur Content-Stratege, er ist Dozent, er ist Autor von dem Buch Content Design beispielsweise, Unternehmer und also genau der richtige Experte für uns zu diesem Thema. Und bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, Robert, stell dich doch kurz selbst vor, was habe ich vergessen, wer bist du, was machst du sonst noch alles und dann legen wir sofort los mit dem eigentlichen Hauptthema. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Spannendes Thema, da spreche ich immer gerne drüber. Das ist tatsächlich eine Frage, die in meinem Business immer wieder gestellt wird. Du hast es erwähnt, ich bin Content-Stratege. Das mache ich in-house bei einer Unternehmensberatung namens Konversionskraft. Wir kommen so aus der Conversion-Optimierungsecke, sind sehr, sehr viel im E-Commerce unterwegs, gehen darüber hinaus aber sehr stark oder immer häufiger auch in die Richtung Experimentation, Business, Culture Change, also sehr, sehr, ich sag mal, größere Themen, wo Content einfach auch ein sehr, sehr gutes Mittel ist, um, ich sag mal, diesen Wandel auch zu begleiten. Begleiten und anzustoßen, müsste man fairerweise sogar sagen. Ich bin Dozent an der FH Johanneum in Graz, lehre dort tatsächlich in einer einzigen Vorlesung das Thema Content Marketing. Das ist eine schöne Herausforderung, aber ich habe meinen Weg gefunden und das Feedback, was ich von den Studierenden bekomme, sage ich mal, gibt dem Konzept recht. Das Ganze bin ich auch gerade dabei, tatsächlich in einer Content Masterclass auch als Produkt sozusagen auf den Markt zu bringen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, da fehlt noch was in diesen ganzen Content-Marketing-Kursen, die es gibt. Deswegen war deine Beschreibung von mir als Unternehmer auch nicht ganz falsch. Ich würde mich eher noch als Freelancer oder Solopreneur oder sowas bezeichnen, weil das Ganze ja doch irgendwo nur mein Zweitjob ist. Und die Bücher, die passieren tatsächlich so währenddessen als eine Art Dokumentation, was ich auf meiner Reise, in meiner Arbeit lerne. Content Design ist so gesehen das jüngste. Content Portfolio Management ist wahrscheinlich sogar noch näher an dem Thema dran, was wir heute besprechen wollen. Das habe ich 2019, glaube ich, publiziert bei Springer Gabler. Und dazu kamen seitdem noch ein paar Kapitel in Sammelwerken oder Gemeinschaftswerken. Und ich glaube, so viel darf ich auch schon verraten. Es wird auch nicht das letzte gewesen sein. Ich von aus. Ja. Sehr schön. Lass uns doch mal so starten, wenn wir über guten Content sprechen, da wird ja viel gesprochen, gerade auch so in meiner Bubble, wenn es darum geht mit dem Thema Content, SEO, Sichtbarkeitsaufbau bei Google, gute Inhalte, die ich in Anführungszeichen, wenn es überhaupt gibt, perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt sind, wo man Sichtbarkeit aufbaut. In welchem Zusammenhang siehst du das Thema Content in erster Linie? Ist es auch das Thema, was ich gerade angedeutet habe, wie man gezielt Sichtbarkeit aufbaut? Siehst du es noch viel breiter? Nimm uns doch da mal so in deine Perspektive einfach erstmal mit. Ja, meine Perspektive ist multidimensional und immer, zumindest versuche ich das, kontextbezogen. Es gibt ein sehr schönes Framework, das nennt sich Bullseye Framework. Das haben damals Gabriel Weinberg und sein Co-Gründer der DuckDuckGo Suchmaschine vorgestellt. Haben das in einem Buch, glaube ich, sogar publiziert namens Traction. Und das ist für mich ein sehr, sehr spannendes Modell. Das sind drei konzentrische Kreise. Und der äußere Kreis beschreibt im Prinzip alles das, was möglich ist.
Und diesen Kontext, den können wir uns quasi selber aussuchen. Und wir können so weit rauszoomen aus einem Business, dass wir sagen, das sind vielleicht die möglichen Marketingkanäle. Ja, und dann sprechen wir über Content Marketing als einer, da sprechen wir über SEO als vielleicht ein zweiter Kanal, wir sprechen jetzt vielleicht über Podcast oder das ganze Thema Audio als dritten Kanal. Sie stellen insgesamt 19 Kanäle vor, ja, also sowas wie Events, Word of Mouth, Referral Marketing, Sales, Business Development und so weiter. Von daher ist das immer mein erster Anker zu verstehen, welche Rolle spielt Content, Content Marketing überhaupt in diesem Gesamtkontext eines Unternehmens? Welche Kanäle nutzt ein Unternehmen, um ein Produkt zu entwickeln, ein Produkt zu vermarkten, zu kommunizieren mit Kunden, mit potenziellen Kunden? Das ist für mich sozusagen der erste Anker, um mal zu verstehen. Der innere konzentrische Kreis, die nennen ihn im Modell auch Inner Circle, ist all das, was wahrscheinlich ist. Und das ist jetzt sozusagen der experimentelle Ansatz, aus dem, was möglich ist, das auszuwählen, was am wahrscheinlichsten funktioniert. Und die Idee dahinter finde ich sehr, sehr gut, auch im Content Marketing, weil wir wissen nicht im Vorfeld, was funktioniert. Gerade als Unternehmen, das sage ich mal, als Startup, das gerade anfängt, ist Content Marketing meiner Meinung nach gar nicht unbedingt immer die beste Wahl, weil es sehr, sehr oder verhältnismäßig lange braucht, bis es wirkt. Wenn du sagst, es geht um Marke aufbauen, ja, wenn wir das über einen eigenen Kanal, sei es Blog oder ein Magazin oder eine eigene Plattform machen, dann braucht das eine gewisse Zeit. Da will ich vielleicht gerade zu Beginn meiner Marketingaktivitäten, sobald ich irgendwie vielleicht ein Product Market Fit oder sowas schon habe, wähle ich vielleicht Kanäle, die schneller ein Return on Invest abwerfen, als das vielleicht Content Marketing tut. Wenn ich das Kapital habe, sei es Geld oder Zeit, wie auch immer, dann will ich vielleicht in Content Marketing parallel schon investieren. Aber für mich ist immer wichtig zu verstehen, was ist sozusagen die Priorität, wo ist der Return on Invest vermeintlich am höchsten. Und das ist für mich so der Ansatz, dann zu gucken, welche Rolle spielt Content, was ist das, was am ehesten quasi Traction erzeugen würde, also ein Momentum erzeugen wird, um ein Unternehmen sein Ziel näher zu bringen. Und dann kann Content die richtige Antwort sein oder die Antwort sein. Dann ist für mich aber auch noch nicht klar, was für Content braucht es. Und da kommen wir dann der Frage meiner Meinung nach näher, was guten Content auch ausmacht. Das hängt davon ab, was ich damit erreichen will. Also Unternehmensziele, welche Jobs meiner Kunden will ich damit sozusagen adressieren oder kann ich dadurch überhaupt befriedigen? Was braucht es dafür? Habe ich vielleicht Plattformspezifika, weil ich sage, meine Zielgruppe ist auf YouTube, wir wollen unser Image aufbauen, das funktioniert ganz gut über Video. Das heißt, ich habe irgendwo die Anforderung Film oder Video-Content. Ich brauche meinen eigenen Stil, ich brauche die Ressourcen, ich brauche die Expertise rund um Videoschnitt oder zumindest Videoerstellung. KI lässt grüßen, mittlerweile auch alles ein bisschen einfacher geworden. Und dann komme ich sozusagen dieser Frage immer näher zu sagen, wann ist denn Content gut? Und ich bin mittlerweile in der Position, dass ich sage, wir sollten das gar nicht unbedingt selber bewerten. Wir sollten Content nach bestem Wissen und Gewissen an unsere Zielgruppe ausrichten und auf unsere Ziele hin ausrichten. Aber ob das wirklich funktioniert, sollten wir messen und gar nicht selber bewerten. Qualitatives Feedback aus der Zielgruppe, dass sie sagen, oh, toller Content oder ah, danke für die Information oder ne, das ist auch ein Signal dafür, dass Content gut ist. Ich meine, wie attribuieren wir denn die Werbewirkung von Content direkt auf sowas wie ein Image oder die Markenwirkung? Na, das müssen wir auch messen. Das tun wahrscheinlich nur die wenigsten Unternehmen, die sagen, so, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang Content, in welcher Form auch immer. Wir messen vorher sozusagen die Markenwahrnehmung, wir messen hinterher die Markenwahrnehmung. Das wäre der richtige Weg, um das wirklich, sage ich mal, möglichst kausal zu erklären. Das machen aber viele nicht, weil das halt sehr aufwendig und sehr teuer ist. Und von daher würde ich immer überlegen, was ist das Ziel, das wir unmittelbar mit Content versuchen zu erreichen und wie können wir anhand welcher Metriken das bestmöglich dann auch nachvollziehen. Zu den Metriken kommen wir gleich im Laufe des Podcasts noch. Was mich natürlich interessieren würde, wir haben es gesagt, wie kann Content Einfluss auf das oder auf den Business Value nehmen? Wie verstehst du das? Du hast eben schon mal gesagt, ich glaube, das Thema Messbarkeit ist hier wichtig, aber jetzt gibt es ja unterschiedliche Dimensionen, wie ich bestimmte Dinge, gerade wenn es um Content geht, messen kann. Ich kann es im Social Media über verschiedene KPIs, andere wiederum, wenn ich es vielleicht im
auf der eigenen Webseite habe, im Blog. Ich kann es vielleicht in Korrelation zum Umsatz nehmen. Ich kann aber auch und habe auch vielleicht die eine oder andere Metrik, wenn ich jetzt rein auf Bewegtbild, Video oder Audio gehe. Aber wie kann das so gemessen werden, dass man daraus, ich sag mal, ableiten kann, dass das wirklich den Business Value auch maximieren und steigern kann? Das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ungefähr so wie eine Multi-Traction über verschiedene Online-Marketing-Kanäle, was ja auch gar nicht so trivial ist. Wie würdest du oder was verstehst du darunter und wie blickst du auf dieses Thema? Ja, also im ersten Schritt würde ich mich davon lösen, zwanghaft zu versuchen, das wirklich eins zu eins nachzuweisen. Einfaches Beispiel, wir bei Konversionskraft haben kaum Kunden, die nicht irgendwo mal in einem Gespräch gesagt haben, hey, ich kenne euch aus eurem Blog oder hey, ich lese euren Blog. Das mag quasi nach der Unterschrift passiert sein, das ist aber in vielen Fällen auch schon vor der Unterschrift passiert, wenn wir irgendwie fragen, so hey, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Das ist qualitatives Feedback, da können wir Haken dran machen, dass Content wirkt. Ne? Viel mehr brauchen wir an der Stelle gar nicht unbedingt, weil jetzt noch zu versuchen, wie groß war der Anteil auf die Entscheidung durch Content, dass sie tatsächlich unser Kunde geworden sind, wie viel Umsatz machen wir jetzt mit diesem Kunden irgendwie mit Blick auf eine durchschnittliche Customer Lifetime, das ist unglaublich komplex und ehrlicherweise meiner Meinung nach gar nicht zielführend. Ne? Nur um dann sagen zu können, hey, mit dem Blog oder mit diesem Artikel ganz spezifisch haben wir einen Kunden gewonnen, mit dem wir, keine Ahnung, 400.000 Euro Umsatz gemacht haben. Da waren so viele andere Faktoren noch beteiligt, ne? Weil es vielleicht einen Pitch gab, weil es vielleicht persönliche Gespräche gab, weil es vielleicht irgendwo vorher schon eine Beziehung gab auf persönlicher Ebene. Ne? Also ganz, ganz viele Faktoren, die wir teilweise gar nicht kennen und kennen können und gar nicht identifizieren, spielen damit rein. Das macht in meinen Augen gar keinen Sinn, da so wirklich krampfhaft zu versuchen, das eins zu eins zu attribuieren. Was ich machen würde, ist wirklich so ein Stück weit trennen, welche Inhalte wir, wie gesagt, zu welchem Ziel produzieren. Und ich sage mal sowas wie Service-Content im Sinne von vielleicht sogar Communities, Foren, Q&As, How-to-Guides in einer Datenbank oder sowas. Die haben vielleicht eine andere Metrik im Sinne von reduziertes Serviceaufkommen, was sich in Zeit, in Personalkosten widerspiegelt, ist aber eine andere Metrik als zum Beispiel klassischer Marketing-Content, der Akquise gilt, ne, wo ich dann sage, okay, über diesen Blogartikel, über dieses White Paper haben wir so und so viele Leads generiert und wir können eine mehr oder weniger zuverlässige Rückwärtsrechnung machen über einen Customer Lifetime Value, über einen Kundenwert, über einen Leadwert, weil wir die Conversion Rate von Lead zu Kunde kennen und von diesem Leadwert vielleicht sogar nochmal weiter rückwärts gerechnet in Richtung Traffic-Wert, dass wir sagen, so alle 100 Besucher ist ein Lead dabei, alle 100 Leads ist ein Kunde dabei und wir kennen den durchschnittlichen Kundenwert, dann kann ich ja rückwärts rechnen, was ist sozusagen ein Besucher auf meiner Webseite wert. Das ist aber alles erstmal nur theoretisch. Das finde ich ganz gut, um Orientierungswert zu haben, um mal so eine Art greifbares Verständnis dafür zu haben, was quasi Traffic überhaupt bringt. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch den Wert von Content zum Beispiel anderen Ausgaben gegenrechnen, was sehr, sehr oft gemacht wird im Bereich CPC, also Ad Spends. Ja, dass man sagt, okay, anstatt kontinuierlich Betrag X in Werbung zu investieren, ne, wenn ich den Hahn abdrehe, dann kriege ich auch keinen Return mehr, ne, weil Werbung ist weg, also kann nicht geklickt werden, also generiere ich keine neuen Besucher mehr, keinen neuen Traffic. Wohingegen ich sagen kann, okay, wenn ich diesen Betrag X statt in Werbung mal in einen Zeitraum in Content Marketing investiere, dann habe ich sogenannte Compounding Effects, weil ich ja immer diese Sichtbarkeit quasi eher addieren kann oder sogar multiplizieren kann, dass ich sage, ich bin immer weiter auffindbar, ich decke mehr Keywords ab, ich baue meine EAT-Faktoren in Google auf, ich beantworte vielleicht darüber mehr Fragen, adressiere mehr Longtail-Keywords und das Ganze ist eher so eine Art Hockeystick-Kurve, die, wodurch Content quasi umso effektiver wird, je mehr ich davon habe und je länger ich das mache auf professionellem Niveau. Also auch da der Vergleich, sage ich mal, gegen Kosten wie Adspend ist eine Möglichkeit, um den Wert von Content überhaupt mal zu greifen. Und was wir sonst natürlich auch machen können, ist einfach mal das Investment tracken. Wie viel Zeit investiere ich denn für einen typischen Blogartikel? Ne, welche Kollegen brauche ich, was haben die für vielleicht einen Tagessatz, ne, wenn man mit sowas arbeitet, was habe ich für Toolkosten, um Content zu erstellen, um einfach auch mal zu verstehen, ich habe so und so hohe Kosten im Monat und das ist der Output,
ne? Was ist das eigentlich quasi pro Asset irgendwie wert? Und dann kann ich auch eine Entscheidung treffen und sagen, oder zumindest mal eine erste Meinung entwickeln, zu sagen, ist es mir das wert? Ne, wenn ich jetzt weiß, hey, jeder LinkedIn-Beitrag kostet uns 10 Euro. So, bin ich bereit, das zu bezahlen? Oder gibt es eben Möglichkeiten, und das ist, glaube ich, jetzt so eine Diskussion, die gerade immer mehr aufkommt im Kontext von KI, kann ich diese Kosten reduzieren, indem ich quasi das Zeitinvestment in die Content-Erstellung zum Beispiel drastisch verkürzen kann. Ne? Mhm. Also unterm Strich würde ich immer versuchen, eine Balanced Scorecard eher zu bauen, als irgendwie eine Metrik für alles, was ich an Content habe. Ja, einfach, dass ich so eine Art Health-Check machen kann, um zu sehen, haben wir genug Content, haben wir, sag ich mal, konstant bzw. wachsende Traffic-Zahlen, geht unser Service-Aufkommen irgendwie wieder hoch, gibt es da Potenzial, um sozusagen zusätzlich Content zu produzieren, gibt es irgendwie, ich gucke mir die Vertriebszahlen an und schaue mir an, kann ich da Potenzial identifizieren, um durch Content zum Beispiel den Vertrieb zu unterstützen. Ich würde versuchen, all die Stellen, in denen ein Unternehmen oder wir als Unternehmer Content nutzen, sichtbar zu machen und dann auf möglichst einfache Art und Weise einfach wie so eine Art Ampelsystem einzuführen und zu sagen, da sind wir im roten Bereich, da sind wir im gelben Bereich, da sind wir im grünen Bereich. Und dann finden wir erstmal einen gesunden Mix und gewöhnen uns daran, überhaupt mal ein Stück weit objektiver Content zu bewerten. Du hast eben gesagt, es ist nicht immer so ganz trivial, Content richtig zu bewerten. Auf der einen Seite hast du gerade natürlich auch selbst richtigerweise gesagt, es ist immer einfacher, die Kosten gegenzurechnen, aber wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, meinem Chef, meinem Vorgesetzten rechtfertigen muss, weiter in Content zu investieren, dann will er das in der Regel an harten Fakten, zumindest ist das häufig der Fall, bewerten können. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Kosten, die sind relativ gut, du hast gesagt, man kann einen Tagessatz, was auch immer, das kann man sehr gut machen. Aber jetzt hinten raus zu sagen, du hast eben das Beispiel genannt LinkedIn, wenn uns da ein LinkedIn-Beitrag 10 Euro kostet, das nach einem gewissen Zeitfenster mal abzuwägen, ob das was oder uns geholfen hat, Content in irgendeinem Kanal, sei es LinkedIn oder in anderen, zu posten, das ist ja gar nicht so einfach. Gibt es da Kniffe? Würdest du es sogar kanalspezifisch machen, weil jeder Kanal hat so seine eigenen Metriken, KPIs, die ich herannehmen kann? Das immer in Korrelation mit dem Umsatz ist schwer, hast du eben auch gesagt. Aber dass man sich so gut wie möglich absichert, in Anführungszeichen, dass man den berühmten Werbeeuro auch in den richtigen Kanal investiert, beziehungsweise auch das sind ja zum Teil limitierte Budgets, die ich natürlich habe, das auch in die richtigen Kanäle. Das ist ja gar nicht immer so leicht zu bewerten, wie sich das in der Theorie anhört. Ich kann jetzt sagen, ich investiere jetzt in Videos, ja, mache ganz tolle Videos, die nicht unbedingt viral gehen. Das ist so, ich hätte jetzt bald gesagt, der Sechser im Lotto, darauf kann ich ja nicht bauen, egal welche Content-Art ich bespiele. Aber dass sie, ich sag mal, mit soliden KPIs gefüttert ist, und das kann bei einem Video die Watchtime sein, das kann bei LinkedIn die Interaktionsrate sein, das können Öffnungsraten im Newsletter sein. Würdest du so rangehen oder ist das schon zu detailliert? Oder, also, weißt du, was ich meine? Ne? Zu sagen, ich muss am Ende des Tages bewerten können, ob Kosten-Nutzen im Verhältnis stehen. Und das ist ja auch gerade, wenn ich das so kanalübergreifend sehe, gar nicht so einfach. Ja, also ich habe zwei Gedanken dazu. Der eine ist gerade so mit Blick auf die Metriken, die du jetzt zuletzt genannt hast. Da würde mir an der Stelle eine Wirkungskette fehlen oder würde mir helfen. Ich glaube, das Stichwort an der Stelle ist sowas wie ein Treiberbaum. Ich habe irgendwo in der Wurzel dieses Baumes ein Unternehmensziel, das in der Regel sehr, strategisch ambitioniert formuliert ist und gar nicht zwangsläufig direkt messbar. Das kann sowas sein wie profitabel sein, wenn wir über Startups oder sowas sprechen. Das kann sowas sein wie Product Market Fit erlangen. Das kann sowas sein wie Gewinn um 5% steigern. Und ich glaube, was wir dann tun sollten, und da sind wir noch gar nicht im Bereich Marketing oder Content spezifisch unterwegs, ist Einflussfaktoren auf dieses Ziel zu identifizieren und in eben einem Treiberbaum, so ein Baumdiagramm,
mal einzutragen und dieses Spiel quasi so weit runterzubrechen, bis wir irgendwann auf diese taktischen, plattformspezifischen Content-Formate wie Video oder LinkedIn-Carousel-Post oder sowas kommen, dass wir sagen, okay, wenn wir hier mehr Impressionen generieren oder hier die Interaktionsrate steigern, dann können wir in dieser gesamten Werbewirkung, oder nicht nur Werbewirkungskette, sondern in dieser gesamten Wirkungskette im Treiberbaum einen Einfluss auf unser übergreifendes Unternehmensziel vermuten. Dieser Weg ist in der Regel von einem sehr strategischen, langfristigen Unternehmensziel bis zu einer sehr kurzfristigen, taktischen Maßnahme wie einem einzelnen Post. Wahnsinnig komplex, sehr, sehr viele, ich sag mal, schwarze Punkte in dieser Wirkungskette mit drin, die wir überhaupt erstmal identifizieren müssen. Da fallen uns wahrscheinlich sehr, sehr schnell Dinge ein, die wir weiter links vertesten können. Weil wir sagen, hey, bevor wir weiter LinkedIn bespielen, können wir nicht an der Stelle schon ansetzen, um eins der früheren Treiber sozusagen zu adressieren. Das ist, ich habe das letztes Jahr bei uns im Team bei Konversionskraft auch eingeführt, diesen Treiberbaum. Da kam dieser schöne Aha-Moment des Linksrucks bei rum. Abseits jedweder politische Diskussion, aber weil auch die Kollegen, Kolleginnen gemerkt haben, hey, wir sprechen immer viel zu weit, viel zu viel über die Dinge, die ganz weit rechts passieren, deren Wirkung aber noch gar nicht nachgewiesen ist. Und wir haben innerhalb kürzester Zeit so viele Ideen entwickelt, wie wir viel weiter links, ergo näher an unserem Unternehmensziel ansetzen können, dass das viel, viel mehr Sinn macht, als dass wir uns über irgendwelche Likes auf Instagram unterhalten. Das ist mal der erste Ansatz, dass ich grundsätzlich sagen würde, Treiberbaum, um Zusammenhänge zu verstehen, zu visualisieren und im Endeffekt sogar mit einer mathematischen Formel zu belegen. Ja, weil alles, was irgendwie in diesem Treiberbaum drinsteht, lässt sich irgendwie addieren, multiplizieren, was auch immer, als Treiber. Und was ich als zweites in dem Kontext jetzt direkt im Kopf hatte, war das Thema Experimente. Nun bin ich natürlich ein Stück weit durch meine Arbeit bei Konversionskraft geprimed, weil wir Experimentation irgendwie als Methodik gefressen haben. Wir können nicht anders, das ist Teil der DNA. Aber es ist auch Teil des Modells, was ich eingangs erwähnt habe, dieses Bullseye Frameworks der DuckDuckGo-Gründer, die nämlich sagen, es gibt diesen äußeren konzentrischen Kreis, der sagt, alles ist möglich oder was ist alles möglich? Und da sind wir genau bei dem Thema. Wollen wir auf LinkedIn? Klar können wir auf LinkedIn posten, aber wir können Textposts machen, wir können Slider machen, wir können Videos machen, wir können Bilder posten. Und dann bin ich schon in so einer Diskussion. Entweder ich habe eine Meinung, die sehr subjektiv ist und ich sage, nee, klar machen wir Videos, das funktioniert viel besser, weil das mal irgendjemand irgendwo irgendwann gesagt hat. Ich aber vielleicht überhaupt keine Leidenschaft habe für Videos, ich überhaupt gar keine Kompetenz habe, um vernünftige Videos zu produzieren. Oder mein Unternehmen, sage ich mal, was die Ziele betrifft, mit Videos gar nicht geholfen ist. Da verlieren wir uns also schnell in diesen Diskussionen. Und ehrlicherweise, bevor wir über Metrik und Content ROI sprechen, sollten wir solche Dinge überhaupt erstmal evaluieren, weil dann werden viele merken, oh, wir sind noch gar nicht so weit, dass wir über den Content ROI sprechen können, wenn wir uns mal selber an die Nase greifen. Wir sind eigentlich noch so voll in unserer eigenen Bubble und was wir in der Vergangenheit gemacht haben, das machen wir auch hier, weil es ja damals funktioniert hat. Wir haben also sehr, sehr viele Biases, wird man es im Englischen nennen, Vorurteile oder Präferenzen aufgrund unserer eigenen Erfahrung. Und da ist dieses Modell eben so, dass wir sagen, wir listen erstmal grundsätzlich alles auf oder wir diskutieren, wir wägen alles ab, was möglich ist. Ne? Und dann ist es eben LinkedIn, dann ist es Insta, dann ist es die ganzen Social-Media-Plattformen, aber eben auch, ist es Text-Content, brauchen wir einen Blog, machen wir Magazin oder machen wir was ganz anderes? Stellen wir uns vielleicht eher mal auf Konferenzen als Speaker zur Verfügung oder gehen wir mal als Aussteller irgendwo hin? Vielleicht ist das viel besser als Content-Marketing oder viel schneller in der Wirkung. Oder ich gehe in Podcasts rein, lade mich als Gast ein, weil ich irgendwas zu erzählen habe oder der Meinung bin, das ist etwas, was andere da draußen interessieren könnte, weil meine Zielgruppe, so wie ich sie identifiziert habe, genau diese Podcasts hört. Ne? Kann der viel schnellere Weg sein. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, glaube ich, James Clear, Autor von The Atomic Habit oder Die 1%-Methode, heißt, glaube ich, auf Deutsch das Buch. Der hat damals auch, ich glaube, 120 Podcasts aufgenommen zu seinem Buchlaunch und innerhalb quasi der ersten 2 Wochen, in denen sein Buch auf den Markt kam, wurden diese 120 Podcast-Folgen in 120 verschiedenen Podcasts dann geehrt. Und auf einmal war er quasi überall in diversen Communities, für die sein Buch relevant sein kann. Also von Business bis, ich sag mal, CrossFit
irgendwo in dem sportlichen Kontext, weil alle von diesem Mindset profitieren können. Und nenn es Content Marketing oder auch nicht. Ne? Nenn es PR oder auch nicht. Aber es sind Möglichkeiten und es ist vor allem, und das ist der wichtige Punkt, es ist ein Experiment. Und wir wissen erst hinterher, ob das funktioniert hat oder nicht. Das Wichtige an einem Experiment ist, dass wir etwas daraus lernen. Damit wir etwas daraus lernen können, brauchen wir eine Hypothese. Und das, finde ich, ist der Knackpunkt, wenn wir uns dem Content ROI nähern wollen, dass wir sagen, wir nehmen jetzt ein Experiment, wir haben eine Hypothese. Die Hypothese kann sein, wenn wir anfangen oder das nächste halbe Jahr regelmäßig, Klammer auf, wäre zu definieren, Klammer zu, auf LinkedIn Videos posten, dann wird Folgendes passieren, weil. Na, und dieses, dann wird Folgendes passieren, könnte zum Beispiel sein, dann wird unsere Marke an Bekanntheit gewinnen. Warum? Weil wir in unserer Zielgruppe häufiger im Feed auftauchen. So, das ist eine Hypothese, die kann ich schon leichter testen, na, weil ich sagen kann, wie oft sind wir tatsächlich aufgetaucht. Ich kann über LinkedIn Analytics zumindest mal grob die Zielgruppe verstehen. Ich kann über ein Retargeting vielleicht mal dann ergänzen und sagen, okay, sind das wirklich die richtigen Leute, wenn wir denen jetzt vielleicht mal ein kommerzielles Angebot irgendwie präsentieren. Ne? Wichtig ist aber meiner Meinung nach dieser experimentelle, hypothetische Ansatz. Jetzt ist ja so, oder würdest du sagen, es gibt eine bestimmte Art von Content, die besonders auf das, ich sag mal, auf den Unternehmenswert schlussendlich einzahlt. Ich kann es kurzfristig sehen, ich kann es langfristig sehen. Es gibt ja das Thema und Media. Was würdest du sagen? Gibt es Content-Arten, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall mit als Fundament sehen? Also vielleicht sogar die eigene Webseite zu sagen, der Content, der auf meiner Webseite ist, der ist unabhängig von irgendwelchen algorithmischen Einflüssen von Facebook, LinkedIn und Co. Das ist das, was ich habe. Vielleicht die Abhängigkeit von Google, wenn es darum geht, Sichtbarkeit und Rankings aufzubauen. Aber gibt es Content-Arten, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, gerade auch, weil sie extremer vielleicht sogar auf den Unternehmenswert einzahlen als andere? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin gedanklich im Split zwischen bevor Kunden sind oder danach, weil ich glaube, was Bestandskunden sozusagen betrifft, würde ich definitiv mit Ja antworten. Es gibt diesen Content nämlich in Form von Tutorials, Produktnutzungskontent im Endeffekt. Also alles, was die Leute in ihrer Nutzung, genau, klassische E-Mail-Sequenzen, ne, oder das können ehrlicherweise auch, ich sag mal so, die typischen In-Product-Texte sein, ne, so Intercom-Style, irgendwelche Pop-Ups oder Guided-Tours, wenn wir über Software-as-a-Service oder sowas sprechen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wertvoller Content und ich muss da immer an HubSpot zurückdrängen. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Kieran Flanagan war oder ein anderer Kollege. Der hat mal in einem Vortrag gesagt, für HubSpot war es essentiell, und das wirklich als Key Performance Indicator, dass Kunden innerhalb, ich glaube, von 3 Monaten mindestens 5 Product Features nutzen. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie quasi wieder kündigen, extrem hoch. Das heißt, wenn ich Content habe, der dafür sorgt, dass Kunden, neue Kunden innerhalb von 3 Monaten mein Produkt extrem intensiv nutzen, dann ist das wahnsinnig wertvoller Content, weil ich eben schon weiß, auf Basis der historischen Daten, die ich habe, dass nach diesen 3 Monaten die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, dass Kunden bleiben und verlängern, gerade wenn es ein Subscription-Business ist, wenn sie mehr als x Features nutzen. Also ehrlicherweise zum Beispiel für alle Softwareunternehmen relevant, für jede App, die irgendwo ein Subscription mit drin hat, alles, was die Motivation steigert und die Nutzungsrate und die Nutzungsintensität erhöht, desto besser. Wenn ich das durch Content schaffe, dann bin ich, glaube ich, da auf dem richtigen Weg. Auf der anderen Seite ist... Erklärungsbedürftige Produkte auch dann. Ne? Also genau, zum Beispiel Software-as-a-Service-Produkt, was zum Teil sehr komplex ist, gerade wenn ich da nicht in dem Thema drin bin. Und wir arbeiten da auch sehr viel mit Guidelines, mit unterstützenden Maßnahmen von Webinaren und so weiter. Also, Onboardings, genau. Onboardings, und das ist auf der einen Seite wertvoller Inhalt. Und das ist das, was ja, glaube ich, auch in der Wahrnehmung oftmals gar nicht so, ich sag mal, identifiziert wird als wertvoller Content, sondern oftmals sprechen wir davon, und das sehe ich auch so in meiner Bubble,
wenn man gut Sichtbarkeit aufgebaut hat, dann geht es vielleicht sogar darum, ob direkt oder indirekt Umsatz zu generieren. Das kann ich messen, ob ich da jetzt mit einem Kanal mehr Umsatz mache oder weniger Umsatz, ist messbar, aber auch diese versteckten Inhalte, so nenne ich es immer ganz gerne, die ja auch auf das Business Value quasi einzahlen, aber häufig vielleicht gar nicht so bewertet und gemessen wird. Da waren wir eben ja schon mal, weil es manchmal auch gar nicht geht. Ne? Ich kann an das Service Rate, das, was du eben auch selbst ja schon ausgeführt hast, kann ich es messbar machen? Ist die rückläufig? Churn Rate, wenn ich jetzt in einem Subscription-Modell bin, kann ich dagegen laufen lassen? Also da gibt es ja schon so ein paar Medien, aber ich glaube, das ist wichtig. Dann sind wir auch sehr schnell dann in diesen personalisierten Inhalten, ne? Wenn die dann optimal auf einen abgeschnitten sind, dann kann man das Rad weiter deklinieren im Online-Marketing zu sagen, wir sind dann irgendwann schon mal bei personalisierten E-Mails oder mit bestimmten Themen nur. Also ich glaube, das kann man sehr schön weiter deklinieren. Was mich aber interessieren würde in dem Zusammenhang, würdest du sagen, es ist auch wichtig, im SEO sagt man auch schon mal Longtail-Keywords, Shorttail-Keywords, auch hier in Content zu denken, der kurzfristige Erfolge feiern kann, langfristige Erfolge, damit man auf der einen Seite vielleicht auch nochmal das schneller bewerten kann, inwieweit Content für mich messbar und einen Wert darstellt. Auf der anderen Seite ich aber auch verschiedene Perspektiven, Probleme und Lösungen schaffen kann, die ich dann auch entsprechend ja mit diesen unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Arten von Content. Ne? Ist es News-Content, ist es im Social Media, wo ich mal Neuigkeiten pushe, oder ist es eher der Fachbeitrag, der mich weiterbringt? Also ich glaube, diese Denke, glaube ich, die muss bei vielen etabliert werden und das Verständnis aufgebaut werden, dass das manchmal mehr ist, als nur zu sagen, ich glaube, dass das für meine Zielgruppe spannend ist, sondern ähnlich wie das ein E-Commercer macht, in so einer Journey-Denken, macht es auch einfach Sinn, in so einer Content-Journey, wenn man so will, die ja auch für die verschiedenen Phasen abgestimmt sein soll, das entsprechend sich nochmal bewusst zu machen und darüber nachzudenken, oder? Ja. Bevor ich die Frage beantworte, ich will einen Schritt noch zurückgehen, weil du hast was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, dass dieser Content, als wir über Service-Content und Churn-Prevention-Content quasi gesprochen haben, dass das versteckter Content ist. Da würde ich sofort widersprechen, das ist ein blinder Fleck. Der ist nicht per se versteckt, sondern die Leute gucken nur nicht hin. Und das ist eben genau das, was ich meinte mit Linksruck durch einen Treiberbaum. Ich bin relativ weit links vielleicht an einem Punkt, wo ich sage, wie können wir Umsatz steigern? Ne? Oder wie können wir Umsatzverlust verhindern? Ne? In dieser negativen Sprechweise. Und dann fällt mir vielleicht auf, ich habe eine Retention Rate von 0,5%. Ups. Und dann bin ich in der Gedankenwelt zu sagen, was können wir tun? Klammer auf, auch durch Content, Klammer zu, um diese Retention Rate zu erhöhen, beziehungsweise die Churn Rate zu senken. Und dann kann ich eben sagen, wir gucken uns doch mal die Faktoren an, die dazu führen könnten, dass, also wir machen quasi mal User Research und versuchen herauszufinden, warum die Leute überhaupt churnen. Und wenn die dann sagen, sowas wie, ich nutze das Produkt nicht oft genug, ne, oder mir ist der Preis des Produkts für den Wert, den ich daraus ziehe, irgendwie zu hoch, dann sind das schon mal klare Indikatoren, die uns dazu motivieren sollten, den Wert für Kunden sichtbarer zu machen. Das heißt ja nicht, dass er nicht da ist, ne? Nur sie nehmen ihn nicht wahr. So, und dann bin ich eben genau in diesem Punkt zu sagen, ich habe eine Hypothese, nämlich indem wir innerhalb des Produktes Content anbieten oder dem Kunden präsentieren, wird dieser Content dazu führen oder wird diese Person unser Produkt intensiver nutzen, weil sie konkrete Hilfestellung oder Anleitung dafür bekommt. Ne? Und ich kann das sozusagen jetzt mit Blick auf unsere Retention Rate formulieren und sagen, wenn wir, keine Ahnung, den How-To-Content in unserem Produkt integrieren, dann wird die Retention Rate steigern, weil Kunden den Wert unseres Produkts schneller erkennen. Dann ist das eine Hypothese und die kann ich testen. Dann habe ich einen Zeitraum oder ich habe eine Art Kontingent an Content, den ich dann produziere, um diese Hypothese zu validieren. Das dauert vielleicht 3 Monate, das dauert vielleicht 6 Monate, je nachdem, wie viel Content ich habe, je nachdem, wie schnell ich sozusagen auch Kunden habe oder verliere oder behalte. Und dann ist das aber ein in sich geschlossenes Experiment und ich kann danach sagen, okay, diese Art von Content funktioniert, um die Retention Rate zu erhöhen. Und dann habe ich einen ganz klaren Wert, weil ich sehe, wie hat sich die Retention Rate zum Beispiel verändert. Gibt es so, und der Reaktions- ja, sorry, sag ruhig.
Ich wollte eine eigentliche Frage noch kurz beantworten. Ja, genau. Also zwischen langfristigen und kurzfristiger Wirkung. Da würde ich versuchen, den Connect zum Business Model herzustellen. Du hast selber gesagt, greife ich News auf. Viele der News-Seiten oder der klassischen Publisher, die haben ein Business Model, das basiert letztendlich auf Impressionen. Weil mit jeder Impression gleich Werbeeinblendung, mit jeder Werbeeinblendung gleich 1000er Kontaktpreis ist gleich Umsatz. Ja, da kommen jetzt Subscription Models noch hinzu. Auch dafür gibt es mittlerweile schon schöne Statistiken zu sagen, hey, man muss die Leute 8-mal quasi um eine Subscription bitten oder sie dazu auffordern und beim 8. Mal machen sie es dann endlich. Und dann haben wir vielleicht erstmal ein Freemium Model, wir haben vielleicht ein Einstiegsprodukt. Und so geht das ganze Flywheel dann überhaupt los. Das heißt aber, so ein Business Model basiert erstmal auf einer Masse, Publikationsfrequenz, größer Tiefgang sozusagen. Deswegen viele, viele News einfach erstmal sehr faktisch, sehr sachlich, sehr oberflächlich, kurze Dinger, damit da einfach häufiger was kommt, damit ich einfach mehr Kontaktpunkte habe. Wohingegen vielleicht sowas wie TED, LinkedIn Learning, ich weiß es nicht, eher so eine Art Bibliothekscharakter haben. Zu sagen, bei uns findest du auch in 3 Jahren alles, was du brauchen könntest. Ne? Ich glaube, die gerade sowas wie TED Talks, selbst die von vor 10 Jahren, sind heute noch relevant. Der Kontext hat sich vielleicht verändert, indem man diese Information versteht, aber es ist immer noch relevant. Das heißt, TED kann es ein Stück weit völlig egal sein, wen sie gestern auf der Bühne hatten oder morgen auf der Bühne haben, weil sie wissen, der Payoff, der kommt jetzt halt über die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte, weil sie diesen Talk aufzeichnen, weil sie diesen Talk auf einmal verknüpfen können mit 3 anderen Talks, weil sie es bundeln können, also Content-Bundles quasi erstellen können. Weil sie auch da wieder den Wert eines Subscriptions zum Beispiel für Premium-Content, für Premium-Talks steigern können, weil immer mehr neue, attraktive Vorträge sozusagen in diesem Produkt drin landen. Das ist ein anderes Geschäftsmodell als jetzt irgendwie ein Publisher, der von, ich sag mal, Anzeigen lebt. Absolut. Würdest du sagen, dass eine Korrelation zwischen Content, der auf, ich sag mal, das Thema Business Value einzahlt, ein Stichwort zwischen Konsistenz und Kontinuität vorhanden ist? Also wird man, ich sag mal, oder Publisher, die regelmäßig Content produzieren, in welchem Kontext auch immer, oder zu welchem Zweck und zu welcher Zielstellung, werden die langfristig eher davon profitieren? Oder du hast eben auf Chat, LinkedIn gesagt, ich kann ja auch Ratgeberinhalte bauen, ich kann verschiedene Inhalte ja bauen, die, wie man so schön sagt, Evergreen-Content darstellen, wo ich nicht immer regelmäßig neu publizieren muss, das Rad neu erfinden muss. Würdest du schon sagen, dass da eine Korrelation gibt? Ich habe sie noch nicht gemessen. Also ich finde es schwierig, da jetzt Ja oder Nein zu sagen, weil ich glaube, es kann beides sein. Ja, ich würde auch sagen, es gibt beides. Aber ich habe beide Fälle auch erlebt. Ist ja immer eine Frage, sprechen wir immer sehr schnell von Ressourcen. Welche Ressourcen sind verfügbar? Mhm. Und ja. Welche Wirkung hat das, was ich an Inhalt produziere, für mich auf den Unternehmenswert und auf das Unternehmenswachstum? Und das kann natürlich sein, dass das lang, und da sind wir, glaube ich, wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, bei der Zielstellung. Was will ich erreichen? Wo ist meine Strategie und wo geht es hin? Also was möchte ich erreichen? Möchte ich mich als Experte für ein Thema positionieren? Habe aber nicht die Ressourcen, dass ich regelmäßig Inhalte produzieren kann. Ich bin aber in so einer Nische, dass ich mit den Inhalten, wenn sie wirklich gut sind, mir auch Signale holen kann, nicht nur vielleicht jetzt beispielsweise auch bei Google, um Sichtbarkeit aufzubauen, sondern auch in meiner Zielgruppe, wo ich mich als Experte positionieren will, dass es ausreichend sein kann, wenn ich das relativ, ich sag mal, in längeren Zyklen oder in größeren Zyklen umsetze. Also ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich auch branchenspezifisch. Wie ist der Wettbewerb? Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz, ganz große Fragestellung, die man sich da auch stellen muss. Und ich glaube, da gibt es jetzt nicht so die eine Antwort, aber grundsätzlich ist es schon so, wenn ich halt Ressourcen habe, um Content zu produzieren, ist es ja erstmal nicht das Schlechteste. Nee, ganz im Gegenteil. Ich würde aber ein einfaches Gedankenspiel machen. Du hast die Wahl, innerhalb des ersten Quartals eines Jahres dieses gesamte Budget oder die gesamten Ressourcen, die du hast, quasi zu verbrauchen und, bleiben wir der Einfachheit halber in kleinen Zahlen, 12 Artikel zu publizieren. Oder du kannst dich alternativ dafür entscheiden, jeden Monat einen Artikel zu publizieren
und die Ressourcen quasi zu verteilen. Was würdest du tun? Es hängt von der Qualität. Also ich bin ja immer ein Freund davon, von der Qualität. Wenn ich die Ressourcen nicht habe, um regelmäßig zu posten, würde ich das einmal im Monat machen, aber dafür richtig. Es sind die gleichen Ressourcen. Ja, warum? Naja, das ist das Gedankenspiel. Du hast die gleichen Ressourcen quasi am Anfang des Jahres zur Verfügung, innerhalb von 3 Monaten 12 Artikel zu publizieren. Oder du teilst dir dieselben Ressourcen quasi aufs Jahr auf und publizierst jeden Monat 1 Artikel. Ja. Was würdest du tun? Also ich würde trotzdem es jeden Monat einmal machen, oder? Was würdest du machen? Frage der Strategie. Aus SEO-Sicht macht es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn zu warten. Weil je früher die Inhalte im Netz sind, desto schneller werden sie indexiert, desto mehr Content hat Google, um meine ganzen EAT-Faktoren zu bewerten. Weil es einfach mehr, im Englischen würde man sagen, einen größeren Body of Work gibt, der zu Vertrauenswürdigkeit erwecken kann, der meine Expertise präsentiert, der meine Erfahrungen kommuniziert, der mich letztendlich als Autorität aufbaut. Wo quasi in dieser Formel taucht das Thema Konsistenz im Sinne einer kontinuierlichen Publikationsfrequenz einmal im Monat tatsächlich auf? Oder ist das nicht eher ein Faktor, der vielleicht beim Thema, ich sag mal, Retention Rate im Sinne einer Markenbekanntheit, Wiedererkennungswert, ich bin als Marke top of mind, wie man so schön sagt, weil ich quasi immer wieder präsent bin. Ist das nicht ein anderes Ziel? Ja, da würde ich jetzt so sagen, da würde ich nicht unbedingt 100% mit reingehen. Also zu sagen, ob ich jetzt 12 Artikel an einem Tag publiziere und dann das ganze Jahr über gar nichts mehr oder ob ich das verteile, hängt ja auch so ein bisschen was mit den Crawlings ab. Ne? Google versucht auch zu verstehen, wie regelmäßig wird veröffentlicht, wie oft muss ich meinen Bot quasi dahin schicken. Und wenn ich dann vielleicht sogar irgendwann mal optimiere an einem Artikel, wie auch immer, dann kann es unter Umständen länger dauern, bis das wieder... Also, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Also ich bin bei dir, ob das jetzt einmal im Monat ist oder auch alle 2 Monate Haken dran. Ob ich das jetzt, ich sag mal, alle 12 Artikel bei deinem Gedankenspiel zu bleiben, an einem Tag oder in einer Woche publizieren will, dann nie wieder auf ein Jahr gesehen oder ob es irgendwie ein bisschen gleichmäßiger. Ich glaube, da kann man sich drüber streiten. Ich glaube, da gibt es, glaube ich, gar nicht so richtig oder falsch. Hat viel, das eine hat Vorteile, das andere hat, glaube ich, Nachteile, wenn ich es aus Google-Gesichtspunkten sehe. Ja, bin ich bei dir. Also es ist klar, eine Frage der Strategie und von vielen verschiedenen Dingen. Ne? Strategie, Ressourcen, wie viele kann ich überhaupt produzieren? Dann stellt sich die Frage, wie häufig muss ich die vielleicht auch nochmal anfassen, um zu optimieren, nachzujustieren. So. Und wenn ich dann vielleicht in so einem Trott drin bin, was jetzt, wenn ich nochmal auf den Google-Bot zurückkomme, der dann merkt, dass ich vielleicht nur jedes halbe Jahr oder jedes Jahr einmal irgendwas publiziere, und dann irgendwann mal eine Phase, wo ich regelmäßige Optimierung an vorhandenen Inhalten vielleicht durchführe und dann länger warten muss, bis Google das versteht, dann kann das auch Nachteile haben. Also von daher, ich weiß, was du meinst, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, sauer, was so merkt. Okay, pass auf, jetzt kommt sozusagen die gedankliche Punchline. Wenn du das quasi alles auf einmal machst innerhalb kürzester Zeit, dann sind rein rechnerisch die Chancen ja höher, dass du dadurch zum Beispiel neue Kunden gewinnst, dass du schneller einen Effekt siehst, ne? Weil 12 Artikel dürften wahrscheinlich schneller Traffic generieren als 1 Artikel, 2 Artikel, 3 Artikel. Dieses Momentum wiederum können wir nutzen, um mehr Budget zu verargumentieren, intern, weil du gefragt hast, ne, wie kriegt man Budgets, wie kommt man da quasi ran, in Richtung Management gesprochen, wie kann man sozusagen den Erfolg von Content oder den Wert von Content tatsächlich beziffern, genau durch diesen Early Traction. Und dieses Potenzial der Ressourcen, die ich habe für ein Jahr, das verspiele ich meiner Meinung nach, wenn ich das irgendwie auf 12 Monate sehr, sehr dünn strecke und dann hinterher sage, ja, jetzt müssten wir eigentlich nochmal 12 Monate warten, um tatsächlich diese kumulierten Effekte zu sehen. Dann lieber in den ersten quasi 3 Monaten alles rausblasen, gucken, wie viel können wir tatsächlich erzeugen, ne, mit so viel Momentum, und dann quasi den Peak abwarten und dann sagen, so, und das screenshotten wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes und nutzen das als Argument für das Potenzial, das Content oder Content Marketing haben kann. Und da muss, ich sag mal, das ist wieder unternehmenskontextspezifisch, ne, dass ich sagen kann, da muss nur ein Kunde bei rausploppen, der an Umsatz mehr einbringt als das komplette Budget, das ich für diese 12 Artikel verbraten habe. Und schon bin ich in einem positiven ROI.
Ja, da muss nur eine, ich sag mal, PR-Anfrage vielleicht reinkommen, Einladung zu, keine Ahnung, Fernsehstudio oder irgendwo ein Bericht in einer renommierten Zeitschrift oder in einem Magazin, ne? Kann ja auch schon sein, weil da auf einmal durch diesen Push jemand auf uns aufmerksam geworden ist, als Startup vielleicht, und auf einmal habe ich diesen Ripple-Effekt, das Ganze schlägt Wellen und ich brauche gar kein zusätzliches Budget mehr für, ich sag mal, noch mehr Content, sondern der Content kommt jetzt ein Stück weit zu mir. Was würdest du sagen in dem Zusammenhang, finde ich ganz relevant und spannend, wenn wir darüber sprechen, dass Content auf oder auf den Unternehmenswert einzahlen kann. Wie wichtig ist dann auch, den Content regelmäßig zu analysieren und gegebenenfalls auch zu optimieren aus deiner Sicht? Unbedingt. Ich bin ein Riesenfreund von Iteration. Es kennt sich ja jeder, der hier zuhört, das Pareto-Prinzip oder kennt vielleicht das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Es gibt diesen Punkt im Content, wo wir sagen können, gut ist gut genug, ja, oder genug ist ausreichend investiert. Was ich damit meine ist, wir haben ganz oft eine Vorstellung, wie so der perfekte Blogartikel aussieht. Na, wir machen vielleicht eine Konkurrenzanalyse, wir gucken uns die Top 10 der Suchergebnisse an und wir stellen fest, so durchschnittliche Wortanzahl, irgendwie 3000, 12 Bilder, ein eigenes Video, so und so viele Sub-Headlines und Abschnitte, wir machen noch eine Term-Analyse und das sind die Begriffe, die wir verwenden müssen, da. Und wir haben irgendwie so ein völlig verrücktes Briefing, von dem wir glauben, dass wenn wir das alles machen, dass wir dann irgendwie auf Platz 1 landen. Das Problem ist halt, wir vergleichen uns damit nach dem Durchschnitt. Das heißt, das Beste, was wir erreichen können, ist ein bisschen besser als der Durchschnitt zu sein. Und der Unsicherheitsfaktor ist meiner Meinung nach bei diesem Vorgehen noch verhältnismäßig groß. Also würde ich eher überlegen, was haben wir für eine Idee und wie können wir diese Idee möglichst schnell testen. Dieser Gedanke kommt ja aus der Produktentwicklung, dass wir sagen, hey, es gibt ein Problem und jetzt entwickeln wir eine Lösung. Ob das die finale, endgültige Lösung ist, die tatsächlich dieses Problem bestmöglich löst, wissen wir noch nicht, wissen wir aber erst, wenn wir es ausprobiert haben. Also ist mein Ansatz eher so eine Art Content MVP, also Minimal Viable Content oder Minimal Viable Product, zu sagen, mit wie wenig können wir tatsächlich, um beim Thema SEO zu bleiben vielleicht, mit wie wenig Content oder Text können wir ranken? Und dann schreibe ich lieber mal 300 Wörter und publiziere die und gucke, ob ich bei Rankings einsteige. Dann gucke ich in die Google Search Console rein, ich schaue mir an, für welche Keywords werde ich denn schon gefunden, werde ich denn geklickt, wo stehe ich mit meinen Rankings? Und dahingehend kann ich halt dann im besten Fall sehr, sehr datenorientiert iterieren oder optimieren. Das ist wahrscheinlich ein Stück weit das, was du meinst. Zu sagen, okay, jetzt schreibe ich nochmal 300 Wörter in die Richtung, weil da scheint, auf Basis dessen, was ich in den Daten sehe, ein Bedarf, eine Nachfrage da zu sein. Und dann publiziere ich wieder diese 300 Wörter zusätzlich. Dann bin ich bei 600 Wörtern. Ich gucke mal wieder rein, wie verändern sich die Rankings, wie verändert sich der Traffic, wie verändert sich das Engagement. Und so kann ich das Stück für Stück eigentlich immer weiter vorantreiben. Es wird aber irgendwann der Punkt kommen, im besten Fall relativ früh, wo ich halt auch sagen kann, Traffic und Rankings ist ja nicht das, wo ein Business Value entsteht, sondern der Business Value entsteht ja dann vielleicht durch eine Lead Conversion Rate, durch eine Kundengewinnungsrate, ne, durch irgendwie das Thema Markenbekanntheit. Brauche ich dafür wirklich 3000 Wortartikel, um als Marke bekannt zu sein? Ich glaube, wenn wir so Personen wie Seth Godin oder sowas anschauen, der seine extrem kurzen Essays publiziert, dann brauchen wir das nicht unbedingt. Wenn da ein knackiger Gedanke, eine scharfe Idee drin ist, die einfach eine sehr hohe Relevanz oder Tragkraft hat, dass sich Leute darüber unterhalten, dann brauchen wir diesen ganzen SEO-Kram in Anführungsstrichen überhaupt nicht zu beherzigen. Ne? Weil es ist einfach nicht zielführend in dem Moment. Auch inhaltlich, ne? Also ich sag mal, es können ja auch Inhalte vielleicht nicht mehr aktuell sein. Ne? Auch das ist ja ein Thema, wo es gar nicht nur um SEO geht, sondern auch dann wiederum um Positionierung in der Zielgruppe, auch Markenaufbau. Wenn ich aktuelle Inhalte habe, wo aktuelle Zahlen, Daten, Fakten drin sind und die nicht über zwei, drei Jahre veraltet sind. Also sowas würde ich schon versuchen, aktuell zu halten. Definitiv. Also es ist immer mein Ansatz eigentlich zu sagen, weil wir haben ja sehr viel auch mit Leuten zu tun, die Content planen. Ich merke das immer wieder, dass häufig immer nur neuer Content geplant wird. Ich habe immer so diese 80-20-Regel, die du eben von Pareto meintest, die würde ich immer auf Content einrichten und sagen, mindestens 20% auch vorhandenen Content analysieren und optimieren und überprüfen, ob der Inhalt noch aktuell ist. Vielleicht hat sich irgendwas verändert, Verlinkungen, keine Ahnung, wenn man sich so auf SEO nochmal beruhigt, aber auch inhaltlich kann sich ja hier was verändert haben.
Und macht einfach. Da wäre ich sogar bei einem 50-50-Prinzip mittlerweile. Vielleicht sogar auch das, genau. Manchmal ist es auch mehr sinnvoll. Das hängt immer so ein bisschen natürlich von Ressourcen ab, von der Zielstellung. Wie viel habe ich schon an Content? Genau. Wie viele Ideen gibt es noch? Also es sind ja so ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber bei vielen ist es halt so, die haben erstmal wenig und müssen erstmal produzieren. Und ansonsten, wenn ein gewisser Stock vorhanden ist, bin ich beide, dann ist das, wird sich diese. Das Verhältnis verändert sich, genau. Das Verhältnis verändert noch, genau. Weil das ist schon wichtig und nicht nur für Google, sondern auch generell für die Zielgruppe. Und ich habe auch keine Lust, auf irgendwelche weiterführenden Informationen selbst auf der eigenen Seite zu klicken, wenn der Inhalt vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist, veraltet. Also ich glaube, das ist grundsätzlich wichtig. Und ich glaube, so dieses gesamte Konstrukt zu sagen, ich habe frische, aktuelle, gute Inhalte, das zahlt auf den Business Value insgesamt ein. Wenn ich das irgendwo schleifen lasse und ich mache meine Zielgruppe unglücklich, weil sie die relevanten Informationen eben nicht erhalten, dann kann das schon Einfluss nehmen, ob es jetzt im Servicebereich ist. Also egal, welche Zielstellung Content hat, es wird in einer gewissen Form aus meiner Sicht Einfluss nehmen. Es ist halt so gesehen immer eine User- bzw. Customer Experience. Ich glaube, wenn wir die richtig machen und richtig gut machen, über alle Aktivitäten hinweg, also sei es jetzt irgendwie das Thema SEO, sei es Webseite, sei es Social Media Content, dann sind wir, glaube ich, immer besser, als wenn wir es nicht tun. Absolut, ja. Hast du ein konkretes Beispiel, von dem du sagst, das ist ein geiler Case, wie ein Unternehmen durch richtige Inhalte mit Sicherheit den Business Value signifikant verändert hat? Also, ich habe gerade gezögert, weil HubSpot wird immer gerne als Vergleich herangezogen, so als Marketing, Content Marketing Best Practice. Das ist aber natürlich ein ganz anderer Scale. Ne, das ist ein Multimilliardenunternehmen, das ist sehr, sehr lange Jahre gewachsen. Und die sind, ich sag mal, seit ein paar Jahren in der Lage, über Gott und die Welt zu schreiben, diese Keywords abzugreifen, mit denen die Produkte erstmal überhaupt nichts zu tun hat und daraus aber trotzdem Kunden zu gewinnen, weil sie eben hinten raus diese Maschinerie haben, um, ich sag mal, Leads auch tatsächlich zu verwerten, in Anführungsstrichen. Also von daher würde ich sagen, nicht mein Lieblingscase. Was mir besonders gut gefällt, sind Bubble, Zendesk, die sehr, sehr viel auch im, sag mal, so rund ums Produkt machen. Genau. Und jetzt überlege ich gerade, ob mir noch jemand spontan einfällt. Vielleicht auch gleich. Also ich denke mal drüber nach, vielleicht kommt noch was. Ja, genau. Was mich natürlich interessieren wird, auch da müssen wir drüber sprechen, du hast es eben mal ganz kurz angedeutet, Thema künstliche Intelligenz in Bezug auf Content, in Bezug auf Maximierung des Business Value. Hat KI das Potenzial, hier den Content, ich will es gar nicht sagen, quantitativer umzusetzen, also in einer höheren Frequenz mit mehr Qualität? Ist das irgendwie ein Widerspruch in sich? Wie siehst du das Thema KI, gerade jetzt auch, wenn es darum geht, um Unternehmenswert aufzubauen? Also nicht nur eben mal irgendwelche Inhalte rauszuhauen und zu hoffen, dass die irgendwie vielleicht Sichtbarkeit aufbauen. Wie stehst du dem Thema KI gegenüber? Also ich bin kein Pionier. Ich glaube, ich würde mich nicht als Frontline-Prediger für KI positionieren. Für mich ist spannender oder meine persönliche Philosophie ist eher, meinen eigenen Prozess und Bedarf zu kennen und innerhalb dessen zu schauen, wo kann ich durch KI schneller, besser, zielführender, wie auch immer, gut, können wir jetzt unter besser zusammenfassen, die Ergebnisse erzielen. Wenn wir einfach mal beispielhaft nehmen, einen Blogartikel. Ich sag mal, ich habe irgendwo eine Idee und ich habe den Punkt, wo ich auf Publish drücke und dann ist das Ding live. Von mir aus können wir die initiale Promotion über Social und Co. auch noch mit reinnehmen. Dann kann ich diesen Prozess dokumentieren. Woher kommen die Ideen? Was mache ich mit den Ideen? Wie priorisiere ich die Ideen? Was mache ich, wenn jetzt quasi eine Idee oben im Backlog angekommen ist und als nächstes umgesetzt wird? Wie sieht dieser Prozess aus? Ne, vom Draft oder mache ich ein Interview mit Personen?
Gibt es ein Redigat, Korrektorat, Lektorat, was auch immer es ist? Gibt es irgendwo CMS-Pflege? Gibt es eine Preview? Gibt es irgendwelche Freigaben? Brauche ich irgendwelche Grafiken, Audio, Video, Begleitmaterial, was auch immer? Wie sieht die Promo oder die Kommunikation rumherum aus? Starte ich, sobald der Artikel live ist, oder mache ich schon vorher irgendwie ein bisschen Wind ums Thema? Wie sieht dieser Prozess aus? Da würde ich erstmal sagen, den sollten wir kennen, den sollten wir dokumentieren. Und dann würde ich reingehen, und das ist jetzt sehr, ich sag mal, personenabhängig, würde ich gucken, wo verbringe ich am meisten Zeit? Und dann sind wir bei dem Thema Effizienz erstmal. Und dann kann ich sagen, ich kann KI nutzen für die Ideenfindung, weil ich mich da eigentlich immer schwer tue. Und ich sag mal, so ein Symptom könnte sein, meine Pipeline ist nicht gut gefüllt. Das sind so die Personen, die sagen, ich habe keine Ahnung, worüber ich morgen schreiben soll. Vor heute habe ich noch eine Idee, aber morgen, boah, keine Ahnung. Da würde ich dann sagen, okay, vielleicht kann künstliche Intelligenz bei der Ideenfindung helfen. Und dann kann ich auch einen ChatGPT anschmeißen und sagen so, hey, worüber könnte ich zum Thema XYZ schreiben? Meine Zielgruppe sind, das ist das Produkt, das ist das Unternehmensziel. So, wir kennen das Prozedere. Und ich kriege Ideen rausgeschmissen. Und das kann sein, dass das schon völlig ausreicht. Dann habe ich einen Effizienzboost durch künstliche Intelligenz. Alternative Anwendung könnte sein, zu sagen, ich bin vielleicht so im Schreibprozess, dass ich sage, wie entsteht denn so ein Artikel? Ich habe vielleicht eine Keyword-Recherche gemacht. Ich habe vielleicht auch ein Tool, was künstliche Intelligenz integriert hat, die mir die Keyword-Recherche vereinfachen kann. Also ich upgrade sozusagen mein Tech-Stack, um KI zu nutzen. Und ich bin dann im Schreibprozess und sage, okay, wie mache ich das? Habe ich irgendwo einen KI-gestützten Editor, der mir gleich sowas wie eine Termfrequenz, wie ein Lesbarkeitsscore oder grundsätzlich einen Content-Quality-Score quasi kalkuliert, und ich mache das, während ich schreibe? Oder bin ich effizienter, wenn ich erstmal alles runterschreibe und diesen ersten Draft dann in so ein Tool reinhacke und dann irgendwie per Knopfdruck das Ding einfach optimieren lasse? Ja? Frage des aktuellen Workflows. Ich glaube, alles ist richtig und sinnvoll. Und wenn wir dann über das Thema Bilder, Videos, Audio, was auch immer sprechen, dann kommen wir, glaube ich, in so einen Bereich persönlicher Präferenzen. Ne? Ich schreibe am liebsten. Ich persönlich schreibe am liebsten. Ne? Und ich glaube, dann kommt Audio, so wie wir jetzt sprechen. Und ich glaube, Video würde ganz am Ende kommen. Von Fotos habe ich so, ich bin kein Fotograf, ich habe keine Ahnung. Ne? Kann ich lernen, Midjourney zu benutzen? Wahrscheinlich schon. Aber wenn die guten Prompts darauf basieren, dass ich Fotografie verstehe und sowas wie die ganzen Linsen und so, siehst du, da hört mein Know-how schon auf, um sozusagen das Tool richtig zu bedienen, ne, dann ist das außerhalb meines eigenen Präferenz- und Kompetenzbereichs. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, da würde ich mir Unterstützung suchen. Entweder durch KI oder halt durch eine Person, die mich unterstützt, oder eine Person, die KI nutzt, um mich zu unterstützen, oder wie auch immer diese Konstellation aussieht. Aber ich würde eben gucken, was in diesem Prozess kostet mich Zeit oder kostet mich, sag ich mal, Nerven. Ne? Mhm. Und was gibt mir vor allem ganz viel Energie zurück? Ne? Und da würde ich ansetzen und sagen, da nutze ich jetzt erstmal KI. Das können erstmal Insellösungen sein, dass ich sage, hey, ich nutze Midjourney für Bilder, ich nutze, keine Ahnung, Neuroflash für Texte, ich nutze irgendein Keyword-Research-Tool mit KI mit drin und einem Content-Editor, keine Ahnung, ClearScope oder Surfer, SEO oder sowas. Oder ich nutze ein ganz klassisches ChatGPT-Interface, um Ideen zu generieren. Und dann mache ich das erstmal. Und dann kann ich wieder sehen, ne, bin ich im Prozess insgesamt schneller, gibt mir das Ganze Kraft, weil ich die Dinge, auf die ich sowieso keinen Bock mehr habe, quasi auslagern kann an eine KI. Und dann habe ich so eine Aufwärtsspirale, weil ich viel motivierter bin. Output steigt, Motivation steigt, dadurch steigt wieder der Output, dadurch steigt wieder die Motivation. Da macht KI Spaß. Ne? Absolut. Gibt es außer KI einen Trend, den du beobachtest im Bereich Content Marketing und den man unbedingt so im Auge halten sollte oder auf den man zumindest setzen sollte? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hat sich so in den letzten Monaten, Jahren vielleicht verändert, oder du siehst in Zukunft irgendwas, worauf man achten sollte? Ja, glücklicherweise schon. Klingt jetzt im ersten Moment erstmal ein bisschen eigennützig, aber das Thema Content Design. 2019 habe ich, wie gesagt, mit Ben Hamanos, der übrigens auch bei HubSpot arbeitet, die Neuauflage publiziert. Wir waren 2017 mit der Erstauflage zu früh. Das Thema war noch völlig uninteressant, weil einfach viele noch damit beschäftigt waren, überhaupt erstmal Content Marketing zu machen. Das Thema kommt jetzt gerade. Wir haben das sehr, sehr stark auf die visuelle Gestaltung von Content, aber auch die strategische Konzeption von Content quasi zugemünzt.
dass wir wirklich verstehen, was sind so Gestaltprinzipien, wie wirkt Content, wie wirkt auch ein Text. Ne? Also allein meiner Meinung nach dieses Wissen zu haben, wie ein Text visuell wirkt, macht einen Text schon besser, dass ich weiß, wie lesen wir überhaupt. Ne? Liest meine Zielgruppe von links nach rechts, Wort für Wort? Nein, natürlich nicht. Hat meine Zielgruppe irgendwie ganz viel Zeit, um jeden alle 3000 Wörter zu lesen? Nein, natürlich nicht. Wie muss ich also meinen Content anpassen? Das machen diese Tools, die KI nutzen, über die wir gerade gesprochen haben, machen das nicht. Ne? Die haben diese psychologischen Grundlagen des menschlichen Konsumverhaltens oder des Leseverhaltens, haben die noch nicht intus, ist noch nicht gebrieft. Ne? Müsste man den quasi selber irgendwie vielleicht als Prompt mal mit reinmachen? Ich habe es noch nicht geschafft. Und allein dieses Wissen zu haben, um zu verstehen, wie ticken wir als Mensch und was hat das für Konsequenzen, wie wir eigentlich unseren Content gestalten sollen, nicht nur im visuellen Sinne, aber vor allem im visuellen Sinne, hat meiner Meinung nach eine extrem große Wirkung auf den Erfolg von Content. Und da sprechen wir jetzt vielleicht über sowas wie Konsummetriken oder Engagement Metrics. Und das, da sehe ich jetzt einen Trend, dass immer mehr Unternehmen darauf aufsteigen, weil die haben viel Content schon, Produktion ist nicht mehr das Thema. Jetzt geht es darum, quasi wirklich Engagement und Wirkung von Content im Sinne von mehr Leads generieren oder Leute zu einer Aktion zu motivieren. Da sind wir in dem Bereich, wo eben genau Content Design wirken kann. Da sprechen wir dann aber auch über solche Themen wie, was ist denn der Job eines Konsumenten, den wir mit Content befriedigen wollen oder adressieren wollen? Und dann werden wir auch feststellen, ne, haben wir überhaupt eine Job-Datenbank oder User Needs, wird es im Englischen auch oft genannt, ne, und haben wir das gemappt zu unserem Content? Ne, aktuell haben die meisten wahrscheinlich höchstens eine Keyword-Map, zu sagen, ja, dieser Content, diese Keywords, dieser Content, diese Keywords. Das Gleiche würde ich aber eben auch empfehlen für dieser Content, dieser User Need, dieser Content, dieser User Need oder mehr natürlich. Und alles andere sollten wir auch mal mit einem Rotstift anmarkieren und sagen, so, was in diesem Artikel ist weder für die Keywords relevant quasi und noch für User Needs relevant. Das kann gehen. Ne? Ist das Kunst oder kann das weg? Da sind wir wieder bei dem Thema. Content Design meiner Meinung nach ein Trend, der jetzt gerade vor allem in Deutschland, deutschsprachigen Raum auch an Fahrt gewinnt. Wir sind noch lange nicht oben am Peak angekommen, aber so, wir alle kennen den Hype-Cycle von Gartner. Wir sind auf dem Weg nach oben und das freut mich persönlich sehr, nicht nur, weil mehr Leute mein Buch kaufen werden, sondern weil es einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Ja, cool. Ich danke dir sehr für deinen Blick, für deine Perspektive. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema gewesen, nicht nur davon zu sprechen, wie man guten Content erstellt, was Eigenschaften von guten Inhalten sind, dass man natürlich auf die Zielgruppe hört, die Wünsche der Zielgruppe entsprechend trifft mit verschiedenen Arten von Content, ob Text, Video, wir haben es besprochen. Auch handwerklich gesehen, was man beachten muss, du hast es eben selbst nochmal gesagt, was KI nicht kann, Struktur in einen Inhalt zu bringen, einen gewissen Handlungsstrang aufzubauen, also alles das, die verschiedenen Werkzeuge von Storytelling, die ich einsetzen kann, und den verschiedenen anderen Arten oder Typen von Content, die hier mir als Werkzeug helfen können, um in die Köpfe der Zielgruppe zu kommen. Aber ganz wichtig ist auch, eben die Metaebene zu betrachten und immer daran zu denken, dass bestimmte Arten von Content den Business Value maximieren können. Und auch hier gilt es, genau wie bei dem Thema, wenn ich da nach Sichtbarkeit, Optimierung bei Google Rankings oder auch generell mir die Zielgruppe anschaue, auch hier Optimierung vorzunehmen, um dieses Level möglichst hoch zu halten. Und da spielen halt viele verschiedene Faktoren eine Rolle, viele verschiedene Kanäle auch, haben wir auch heute nochmal besprochen, dass es nicht den einen Kanal gibt, sondern dass das ein je nach Ressource, je nach Wettbewerbsumfeld, je nach Branche, je nach Zielgruppe es unterschiedlich relevante Kanäle gibt. Aber ich glaube, alleine nochmal sich dieses Verständnis aufzukommen, dass auch guter Inhalt, der auf Service-Themen einzahlt, After-Sales, was auch immer, auch in den jeweiligen Customer-Journey-Phasen entsprechend relevant sein kann, dass man das alles nochmal so im Ganzen auch vor Augen hat. Und dann sind wir sehr schnell wieder bei dem Thema Strategie, Zielsetzung, das von oben herunterzubrechen, damit das auch wirklich Hand und Fuß hat und ich nicht irgendwie aus dem Bauch heraus links und rechts mal irgendwelche Artikel streue, nur weil ich glaube, dass sie relevant sind oder in der Hoffnung, dass ich damit irgendwie Sichtbarkeit in der Zielgruppe aufbauen kann. Von daher war das eine super spannende und super wichtige Folge. Und ich danke dir sehr, bleibt alle gesund und ja, bis demnächst. Danke.